Oha. Wir haben nicht mehr viel Zeit. In genau 3 Stunden beginnt die Zeremonie. Sie vermuten also immer noch, dass die Templer das zweite Siegel besitzen? Monsieur Khan, ich vermute nicht, ich weiß es. Und wofür dient dann dieses Siegel hier? Reine Vorsichtsmaßnahmen. Falls man das andere Siegel verlieren sollte, hätte man immer noch ein zweites. Sie müssen wissen, George, dass die Templer sehr vorsichtig und überlegt gehandelt haben. Und wie wollen wir vorgehen? Ich habe eine Menge Plastiksprengstoff. Wir müssen nah genug an das Tor kommen, das C4 anbringen und dann so schnell wie möglich verschwinden. Genau. Wir spazieren da einfach so rein, sagen nett Hallo, bringen den Sprengstoff an und gehen seelenruhig wieder raus. Nicht so ganz. Wir brauchen einen Lockvogel. Oh nein. Doch. Wir brauchen sie für diesen Job. Oh je. Was soll ich tun? Okay. Monsieur Stobart? Sie wissen, was Sie machen sollen. Ja, während ich den Lockvogel spiele, schleichen Sie sich an den Templern vorbei und bringen den Sprengstoff an. Sie, Khan, haben den Fernzünder. Wenn wir in 15 Minuten nicht da sind, zünden Sie. Nein! Mach dir keine Sorgen. Wir werden rechtzeitig draußen sein. Vertrau mir. George, ich will dich nicht verlieren. Ich liebe dich. Jetzt werd hier nicht sentimental, sonst fange ich noch an zu heulen. Wir müssen los. Oh Gott. Na sehr schön. Wir werden hier voll reingeschmissen. Man kann sich hier gar nicht drauf vorbereiten. Danke. Willkommen in China. Und dann auch so eine dunkle, beklemmende Umgebung. Hier können wir mit euch... Nö. Renn einfach mal vor und spiel den Lockvogel. Natürlich. Aber erstmal speichern wir. So, okay. Oh Mann. Wo sind wir in Wuhan, hä? Im Tempel von Wuhan. Fackel. Können wir die mitnehmen? Die Fackeln spenden etwas Licht, sonst wäre es hier stockdunkel. Nimm mir mit. Ich sollte sie besser nicht rausnehmen, sonst würden wir gar nichts mehr sehen. Okay, Schriftzeichen. Nein, ich kann sie nicht entziffern. Diese Schriftzeichen müssen irgendeine Bedeutung haben. Ich weiß nicht was. Fackeln will er auch nicht mitnehmen? Nimmst du die wenigstens mit? Ich sollte sie besser nicht rausnehmen, sonst würden wir gar nichts mehr sehen. Ja, na ihr wartet alle auf mich, bis ich vorgehe. Danke. Ja, ich gehe dann mal, ne? Auch wenn ich nicht will, aber ich gehe. Nico, ich liebe dich. Was bist du denn für ein Arsch? Moment mal. Aruda? Das ist doch der Brunnengräber. Toll. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ja. Du Arschloch. Das gibt's nicht. Wir haben sie erwartet. Sie elender Verräter. Nein, George. Ich würde eher sagen, Erlöser der Welt. Sie werden uns alle vernichten. Sie sind wahnsinnig. Was ist aus Ihrer sonst so ruhigen und bedachten Art geworden, Senor Stobart? Ich werde immer leicht nervös, wenn ich größenwahnsinnigen Menschen gegenüberstehe. Ich bräuchte nun das Siegel, Senor Stobart. Sie haben es doch bereits. Seien Sie kein Narr. Um das Tor zu öffnen, bedarf es nicht nur eines Siegels. Seit Generationen besaßen die Reihen der Templer immer nur ein Siegel, obwohl in der Legende die Rede von 2 Siegeln war. Wie bitte? Ich habe sie benutzt, für meine Zwecke missbraucht. Durch ihr erneutes Einmischen haben sie uns auf die Spur des 2. Siegels gebracht. Dummerweise kamen sie in dem Augenblick an die Ausgrabungsstätte in Portugal, als ich gerade im Begriff war, das Heilige Kreuz zu nehmen. Also war alles, was sie mir erzählt haben, gelogen? Keinesfalls, George. Jedes noch so kleine Wort war wahr. Bis auf die Tatsache, dass es nicht nur 1, sondern 2 Siegel gibt und man beide für den Start der Zeremonie braucht. Und warum dann Ihre Scheinexekution? Wir dachten, mit Ihnen etwas spielen zu können. Ihre Recherchen waren sehr aufschlussreich für uns und amüsant zugleich. Und schließlich sind Sie nun hier gelandet. Unfassbar. Und nun, George, bitte ich Sie, mir das 2. Siegel auszuhändigen. Oh oh, oh oh. Siegel, hier! Hä? Ah, verdammt! War das falsch? Das Siegel. Was sollen wir machen? Nadel, Besen, Stiel? Oder abhauen? Okay.
Jetzt kommt der dahin geschlichen. Was sollen wir da machen? Nadel. Nein. Hier. Weg! Raus! Ich weiß es doch nicht! Das geht nicht. Ein Ball? Das wird nicht funktionieren. Na, Stiel! Was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Den Besenstiel haben wir noch nicht probiert. Das geht nicht. Hier ist doch nichts anderes. Ah! Hä? Jetzt aber schnell. Hä? Oder? Scheint so. Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Hä? Nö. Hä? Moment mal, kann ich den jetzt vielleicht irgendwas machen? Ah! Ich weiß nicht warum, aber irgendetwas sagt mir, dass ich diesen Stein einpacken sollte. Ah! Davor! Okay. Aber wozu? Ich speichere mal hier. Das macht Sinn, oder? Ja, ich glaube schon. So, okay, wir haben den Stein. Gut. Dann quatschen wir mal. Wir haben sie. Ja. Was soll ich mit dem Stein? Soll ich den auf den Schädel hauen? So viel dazu. Oh, was sollen wir mit dem Stein machen? Keine Ahnung. Ich benutze jetzt einfach mal den Stein und das Siegel da irgendwie. Vielleicht können wir das irgendwie verbinden oder so. Ich bearbeite das kreuzförmige Siegel mit dem Stein so lange, bis es eine spitze, messerscharfe Form annimmt. Ah! Nee, sag mir nicht. Tot? Okay. Raus da! George, raus! Raus! Oh. Haben wir das überlebt? Hallo? Sind wir noch da? Georgie! Du hast sie überlebt. Sehr schön. Ach, und der Kollege. Ach, wir haben es geschafft. Ja. Ich glaube, das war der letzte Streich, den die Templer unternommen haben. Ich mache jetzt erstmal eine Zigarette. Brei, was werden Sie in Zukunft machen? Arbeiten. Wir haben einen neuen Fall in Guatemala. Drogenschmuggler. Und wie sieht es mit Ihnen beiden aus? George und ich treffen alte Bekannte. Wen denn? Pearl und Wayne. Ich habe die beiden in York getroffen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Oh doch, George. Und wir werden sie besuchen. Wie du meinst, mein Schatz. Und danach? Geht es erstmal für 2 Wochen auf die Bahamas. Aber dann bitte ohne Abenteuer. Okay, war's das schon echt? Haben wir's? Oh, echt? Okay. Wow, das kommt jetzt ungewohnt. Gewinncode. Naja, das wird schon ein bisschen her sein. Okay,
ich lasse das hier mal jetzt noch durchlaufen. Und ein kleines Fazit zu dem Spiel. Ich fand's geil. War klar, dass das nicht so mithalten kann mit den offiziellen Teilen. Dafür waren die Rätsel teils ja zu logisch und zu schnell lösbar. Aber dann auch eine geile Geschichte dafür, dass es nur eine Art Fanprojekt war. Auf jeden Fall Hammer. Und wenn ich die ganze Saga, kann man Saga sagen, die ganzen Teile spielen will, darf der natürlich nicht fehlen. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und jetzt wird es hier auch dunkel. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bestimmt bei irgendeinem anderen Part oder irgendwo anders wieder, wenn der Mond aufgeht. Bis dann. Ciao.